threat will unite them. You will lead them. Vielleicht haben wir ja noch eins übersehen oder so, weil ich laufe jetzt nicht noch einmal zurück. Erdbeben, das ausbricht, sobald wir auf halbem Wege über die Brücke sind. Oder so. Sieht dich, wohin ihr tretet. Ja, aber erstmal spalte ich hier nochmal ab. Das war kein Beben. Irgendjemand hat die Brücke sabotiert und wir haben keine Zeit, sie zu reparieren. Doch, dort, der Vorsprung. Wenn wir vorsichtig sind, können wir ihn erreichen. Wenn wir vorsichtig sein wollten, wären wir jetzt an der Oberfläche. Nix da, Bruder. Wir machen das jetzt fertig hier. Können wir wieder reden. So. Zwei von fünf. 10 von 12. So, da ist wieder ein weiteres. Wir sehen uns gleich wieder. Seht nur, weitere alte Inschriften. Ja, aber in diesen hier geht es offenbar um den Titanen. Er formt den Stein. Er ist der Stein. Er gestaltet die Welt im Inneren wie im Äußeren. Müsste etwas, das die Welt gestaltet, nicht ziemlich gewaltig sein? Nun, er heißt vermutlich nicht umsonst Titan. Er formt den Stein. Das heißt, er verändert die Welt. Ja, ich denke, es liegt nahe, dass die Titanen fähig sind, gewaltige Veränderungen zu bewirken. Und unsere Welt ist der Ton, mit dem sie arbeiten. Wenn die Titanen den Stein formen, könnten sie ihn dann auch erschaffen haben? Nein, der Stein muss bereits zuvor existiert haben. Das hieße dann, die Titanen wären die allerersten Kinder des Steins. Wenn dem so wäre, hätte das enorme Auswirkungen auf mein Volk. Weitere Erinnerungen und weitere Schabritol. Das heißt vermutlich, dass wir uns einem Titan nähern. Eure Theorie über die Ursache der Erdbeben erscheint mir mehr und mehr wie eine Tatsache. Aber wenn das wahr ist, wie kann es dann sein, dass die Erinnerungen in Orsama nichts darüber enthalten? Wieso sollte jemand einen derart fundamentalen Teil unserer Geschichte auslöschen? Dieser Frage können wir nachgehen, nachdem wir dafür gesorgt haben, dass die Erdbeben aufhören. Der Rhythmus ist lauter denn je. Wir sind ganz in der Nähe. Ja. Ja. So. Wow. Geil. Das nenne ich mal eine sehr schöne Landschaft. Wow. Seht euch das an. Wie Sterne am Nachthimmel. All what the freaking hell. Gänzlich unerschlossen. Die Schabritolen müssen das Lyrium irgendwo fördern.
Die Waffen und Instrumente sind damit durchzogen. Außer sie haben eine andere Möglichkeit gefunden, es nutzbar zu machen. So. Aller Herr. Das sieht ja mal aus. Uhuhu. So, da machen wir mal ganz kurz mal die Zahnwürfel weg. Machen wir hier mal einen kleinen Screenshot. So, dann machen wir die Zahnräder wieder rein, weil ich brauche die. Bastion der reinen und vergessenen Höhlen. Ganz kurz. Die letzten Zahnräder befinden sich auch hier. Nur das möchte ich euch kurz zeigen, wo es irgendwie sind. Ich sehe hier keinerlei Hinweise auf dunkle Brut. Ich schätze, dafür sollten wir dankbar sein. Womöglich. Es muss allerdings einen Grund geben, warum sie diesen Ort meidet. Ja, warum nicht? Ist doch froh, dass man ja wenigstens unsere Ruhe hält. Au. Diese Kreaturen sind keine Tiefenlauerer. Wovon ernähren sie sich? Es ist vielleicht am besten, nicht allzu lange darüber nachzudenken. Mal, Jungs. Das machen wir mal schon mal weg hier. Au. Dann geht mal hoch. So, wir müssen jetzt hier übrigens hoch. Uff. Alter Herr. Zahnrad für den Bastion. So, Explosion freischalten. So. So, da haben wir hier noch einen Krug, 7 von 10.
zur Dame noch ein Zahnrad. Und dann ganz da hinten habt ihr noch den restlichen Dings. So, wenn meine Kompanie mich jetzt auch vorbeilassen, dann würde ich das auch so ins Steinpirscher Harnisch. So, was haben wir denn da noch? Der Stein ist eine Inschrift. Nur jene, die glauben, finden den Weg. Wie subtil. So. In dem Stein ist eine Inschrift. Nur jene, die glauben, finden den Weg. Wie subtil. Okay. What the freaking hell? Ein Glück, dass es funktioniert hat. Die Alternative wäre äußerst unschön gewesen. Ja. Nax? Okay. Ach nee. Tatsächlich. So, dann wünsche ich euch viel Spaß. Für Opfergaben? Viel Spaß. Der Nackkönig, jawohl. Stehe ich hier etwa vor Gericht? Respekt, Frisk. Ich fühle mich ziemlich abgeurteilt. Ja, moin, das war's wieder komplett. Der Nackkönig. Unter Nackliebhabern wird heiß diskutiert, ob der König Paragon Entrance Liedern ein Art Adliger ist oder lediglich ein besonderer, beeindruckender Exemplar dieser Spezies. Jahr für Jahr bringen Scholaren, Baden und was? Nacktierfreunde Käse in die tiefe Wege und hoffen darauf, einen Blick auf den Nackkönig erhaschen zu können. Bislang hat er sich jedoch noch nie gezeigt. Ja. Bei uns hat er uns gezeigt. Jawohl. So. Dann wissen wir ja, wo der Käse war, ne? So. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ja, das kann ja nicht sein, Leute. Vier von zwölf. Dann haben wir 8 von 10 von den Krügen und noch einen Schritt vom Buches bekommen wir noch. So. Und dann haben wir noch was aufgemacht.